So, jetzt sollten wir erstmal die Leute alle wieder zurückschicken. Du wieder in die Pilotenkanzel, du wieder zu den Schilden und du wieder zu den Waffen. Repariert ist alles, Sauerstoff ist auf 100%. Sehr schön, Sprung. Also, die Rebellen tauchen auf. Das heißt, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Ich wollte auf jeden Fall einmal durch den Nebel springen, um ein wenig Zeit zu erkaufen. Das heißt, vorher haben wir noch, ich schätze mal, 1, 2, 3, 4 oder so Sprünge. Ja, von da nach da ist schon mal keine Verbindung. Also könnten wir dahin, 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 eventuell noch dahin und dann dahin zurück. Ja, das klingt doch gut. Also du spring mal dahin. Hier ist nichts. Okay. Holen weiter auf. Wir springen dahin. Und wieder ein automatisches Rebellenschiff. Ah. Aber es versucht nicht, uns anzugreifen, sondern eher uns auszuweichen. Es ist wohl ein Transporter. Den greifen wir nochmal an. Wir nehmen die Energie aus der Krankenstation raus, in die Triebwerke. Und er hat... Das ist, glaube ich, ein Heavy Laser. Und was ist das da? Ist das ein Beam Laser? Jo, das ist ein Beam Laser. Schuss auf die Waffensysteme. Alle daneben. Ah. Okay, gleich wieder auf die Waffensysteme. Und das war sehr knapp. Der Schild kam gerade noch rechtzeitig hoch. So, der Beam Laser kommt nicht durch das Schild durch. Das heißt, wir dürften eigentlich gar keinen Schaden bekommen. Das war am Anfang nur unglücklich gelaufen. Gut, Burst Laser schießt auf die Waffen. Und trifft auch endlich mal. Nur leider den falschen Laser. Okay, wieder drauf. So, sehr schön. Haben wir quasi schon gewonnen. Und gleich kommt die Artillerie. Versuche ich mal darauf zu achten, wo das Ding langfliegt. Und einmal so schräg durch. Also es hat recht viele Räume getroffen, aber nicht alle. Trotzdem sehr mächtig anscheinend. 13 Scrap, okay. Und wir untersuchen die Station und finden 3 Raketen, eine Drohne, 12 Scrap und ein Defense Drone System Mark II. Das sind die Dinger, die sogar Laser abfangen können. Die sind irre praktisch. Aber sollten wir mit dem Gedanken spielen, uns möglichst schnell ein Drohnensystem zu kaufen? Weil wir wissen ja aus dem letzten Leben, dass die Drohnen sich recht schnell ansammeln. Wäre also Verschwendung, wenn wir keine benutzen würden. Aber langsam würde ich mich echt gerne reparieren. Also wir könnten... Nee, ist viel zu weit weg. Ja, also wir können nicht zurück zum Store springen. Auch wenn es dafür auch eine schöne Ausrüstung gibt. Es gibt einen Ausrüstungsgegenstand, der heißt irgendwie Advanced FTL Drive oder so ähnlich. Und damit kann man zu jedem Punkt, wo man bereits einmal war, zurückspringen, ohne die ganzen anderen Punkte zwischendurch anfliegen zu müssen. Das heißt, wir könnten jetzt automatisch dahin springen, ohne den Umweg darüber zu machen. Das ist genau für sowas halt recht praktisch. Dann kann man einfach zu so einem Geschäft zurückspringen und von da aus dann wieder zurückspringen, wo man gerade war. Aber ja, wir wollen in den Nebel. Oh, und wir finden eine Drohne. Das sind die richtigen kleinen Drohnen. Die ganz ohne Schild. Da... Ah, Tarnsystem. Mist. Ich wollte gerade sagen, da könnten wir gucken, ob wir den Erfolg bekommen. Aber die haben erstmal 2 Waffen dabei. Das heißt, die werden durch unsere Schilde durchkommen. Da will ich nichts riskieren. Hat aber recht viel Hülle. Also vielleicht könnten wir deren Waffen ausschalten. Ah ne, sobald wir deren Waffen ausschalten, gilt es nicht mehr als Erfolg, weil wir unsere Waffen benutzt haben. Nee. Ja, nee, diesen Erfolg müssen wir irgendwann nochmal machen. Jetzt will ich erstmal gucken, wie weit wir auf normal kommen. Dieses ganze Rumgespiele mit Erfolgen, Jagen und so weiter kann man andermal machen. Jetzt werde ich erstmal froh sein, wenn wir überhaupt in den zweiten oder dritten Sektor kommen. Obwohl der erste sieht soweit ja ganz okay aus, wenn wir uns dann irgendwo reparieren könnten. So, Waffensysteme sind immer noch aus. Wollen wir das Tarnsystem ausschalten? Nö. Einfach weiter auf die Waffen. Oder einfach töten. Ja.
12 Scrap, 2 Treibstoff, 2 Raketen, okay. Sprung. Wir könnten zum Ausgang, aber das ist viel zu früh. Wir können dahin und dann zum Ausgang oder dahin und dann zum Ausgang. Je nachdem, wie schnell die Rebellen sind. So, eine Drohne greift eine Treibstation an. Treibstoffstation. Wir verteidigen Station. Natürlich. Auch wenn unsere Hülle langsam echt kaputt ist, vielleicht sollten wir nicht immer jeden angreifen. Mal gucken. Also er hat keine Schilde, das heißt, wir gehen auf jeden Fall auf die Waffen. Und er hat 3 Waffen, davon sind aber 2 Beamwaffen. Das sah gerade übel aus. Hätte der Laser vorher getroffen, unsere Schilde runtergebracht, dann hätten beide Laser einmal hier richtige Kerben reinschießen können. Aber gut, Waffensystem deaktiviert. Alles gut. Wir brauchen unbedingt möglichst schnell Schilde. Und wir haben inzwischen, glaube ich, auch genug Punkte dafür. So, kaputt. Sehr schön. Das gibt einmal Schrott, auch wenn es nur 9 Punkte sind. Da scheinen mir jetzt auch weniger Punkte zu sein, die man bekommt. 2 Treibstoff, 2 Raketen, okay. Und als Dankeschön bekommen wir 2 Raketen, eine Drohne und 15 Scrap. So, jetzt gucken, was die Schilde kosten. Also, wir brauchen 20 Punkte für die nächste Stufe und 30 für die übernächste. Erst ab der übernächsten kriegen wir 9 Schildpunkt. Also brauchen wir 50 Punkte. Und wir brauchen noch 2 Punkte für den Reaktor. Das wären dann 40 oder 45, je nachdem, wie schnell dieser Preis hier steigt. Denn je weiter wir kommen, desto teurer wird der Preis. Aber ja, das müsste auf jeden Fall passen. Also 1, 2 hier, 1, 2 da und wir haben noch 35 über, um uns zu reparieren. Akzeptieren. So, jetzt brauchen wir noch die Energie da rein und schon haben wir unseren zweiten Schildpunkt. Schon fühle ich mich ein wenig sicherer. Also, springen. Die Rebellen sind immer noch sehr weit weg. Das heißt eventuell, ich wollte gerade sagen, eventuell können wir dahin und dann erst zurück. Aber es gibt keine Verbindung von da nach da. Na gut, dann halt hier hin und dann zum Ausgang. Oh. Wir sehen ein Piratenschiff, das ein unbekanntes Schiff verfolgt. Sie bieten uns an, einfach Ausrüstung zu geben, wenn wir einfach verschwinden. Oder wir können den Helden spielen und die Piraten angreifen. Ha. Das klingt nach irgendeinem Spezialevent. Wir haben gerade neue Schilde. Wir haben noch mehr als 50% Hülle. Wir versuchen mal ein Held zu sein. Er hat eine Beamwaffe und einen Laser. Das heißt, der Laser wird eventuell nicht durch unser Schild kommen und dennoch die Beamwaffe nicht. Trotzdem sollten wir mal die Waffen ausschalten. Mal gucken, was das für ein anderes Schiff ist. Es wäre echt schön, wenn wir noch ein neues Schiff freischalten könnten. Weil dieses automatische Schießen von der Artillerie finde ich ein wenig unpassend. Aber ja. So, Waffensystem ist ausgeschaltet. Da schießen wir doch gleich mal hinterher. Oh, piu piu. Ja, die reparieren recht flott. Das heißt, die haben wahrscheinlich ihre ganze Crew jetzt da reingeschickt. Was nicht besonders schön ist für die Crew, da ich die ganze Zeit wieder raufschieße. Das heißt, die werden nach und nach auch sterben. Boah, die reparieren richtig schnell. Und er versucht wegzuspringen. Nee, mein Junge. Du bleibst schön hier. Das dürfte zeitlich noch hinhauen. Komm schon, piu piu. Und Antrieb ausschalten. Sehr gut. Okay, sie versuchen uns noch mehr zu bestechen. Mit 8 Drohnen. Nee, mit 8 Raketen, 2 Drohnen und 21 Scrap. Und einem FTL-Jammer, dass der Gegner langsamer wegspringen kann. Oder weiter angreifen. Also wenn die uns zweimal bestechen wollen, dann muss das echt was sehr Wichtiges sein. Und ein FTL-Jammer benutzt sich eigentlich nicht so häufig. Ich meine, wir kriegen meistens die Antriebe schnell genug runtergeprügelt. Auch wenn es schon praktisch ist. Weil ich glaube, im letzten Leben haben wir 1-2 Schiffe verloren, weil sie wegspringen konnten. Aber nö, ich bin zu neugierig, was das für ein Schiff ist. Antrieb wird wieder repariert. Gleich wieder raufschießen. Ich will nicht, dass sie jetzt doch noch irgendwie abhauen können. Und yeah, sehr schön. Also ja, er ist unkontrolliert, aber er macht sehr viel Schaden. So, das Piratenschiff explodiert.
und wir schauen uns jetzt das andere Schiff an, bekommen noch 20 Scrap. Und wir waren alle zu spät. Ein Hüllenbruch hat die Crew umgebracht. Und wir bekommen 15 Scrap. Das heißt, wir hätten wahrscheinlich schneller sein müssen. Das ist jetzt ärgerlich. Aber na gut, kann man nichts machen. Wir gehen weiter. Wir haben 70 Scrap. Da ist ein Notsignal. Und Notsignale bedeuten eigentlich immer Doppelbelohnung. Und die Rebellen sind doch noch recht weit weg. Also gucken wir mal ganz kurz so. Pi mal Daumen. Ich halte mal meinen Finger an den Monitor, meinen Zeigefinger. Das ist ungefähr der Abstand von da nach da. Das heißt, noch ein Zeigefinger wäre da und noch ein Zeigefinger wäre genau auf dem Exit. Das heißt, wir müssten uns eventuell da durchprügeln, um rauszukommen. Weil wir müssten dann einmal hier hinspringen, dann wären sie da. Müssen wir da hinspringen? Naja, das klappt gar nicht. Nee, komm. Wir müssen zum Ausgang. Hilft alles nichts. Und wartet hier irgendwas auf uns? Ja. Oh. Ihr findet ein automatisches Rebellenschiff, das in der Nähe von dem Sprungpunkt wartet. Trotz seines guten Zustandes scheint es deaktiviert zu sein. Wir können es einfach zerstören und dafür 8 Scrap bekommen. Oder wir können versuchen, irgendwelche Daten runterzuladen. Der Haken ist wahrscheinlich nur, dass wir dann irgendwelche Missionen bekommen hier in dem Sektor. Und damit gar nichts anfangen können, weil wir gleich wegspringen müssen. Außer es ist direkt nebenan. Und 8 Scrap ist echt nicht viel. Na komm, schauen wir mal. Wir finden ein Questmarker. Oder besser gesagt Kartenupdates. Da steht nichts von einer Quest. Und 2 Raketen, eine Drohne und 7 Scrap. Also wir haben nur 1 Scrap verloren, dafür 2 Raketen, eine Drohne bekommen. Das ist ein guter Tausch. Und was finden wir? Wir finden Informationen über Schiffe und einen Sprungpunkt, der sehr nah an der Sonne dran ist. Ja, nö, gut. Dann kriegen wir mal weiter. Oder können wir hier noch irgendwas machen? Ne, ich denke, nach dem nächsten Sprung werden die echt hier dran sein. Da könnten wir nicht mehr zurück. Also, auf nach Sektor 2. Yeah. Ja. Also, ich erinnere mal an das erste Leben. Da waren fast überall grüne und lila Punkte. Also Zivilsektoren und Nebel. Und hier haben wir fast überall aggressive Sektoren. Das ist gar nicht gut. Also, wir können durch den Mantis-Raum. Mantis waren die Nahkämpfer. Oder wir können durch den Rockraum. Die Rockleute hatten halt recht stark gepanzerte Schiffe. Zählen wir mal die roten Punkte. Hier hätten wir im Minimalfall 3 rote Punkte vor dem letzten Sektor. Und hier hätten wir minimal 3 rote Punkte vor dem letzten Sektor. Also es ist ziemlich egal, nur Geschmackssache. Ich gehe mal in den Mantis-Sektor, in der Hoffnung, dass ich da irgendwelche Mantis als Crew bekomme. Damit wir die benutzen können für unser Security-Team. So. Also dieser Sektor ist jetzt aggressiv. Das ist nicht gut. Springen wir gleich mal weiter und gucken wir die Karte uns an. Also, wir können von fast jedem Punkt zu den nahegelegenen Punkten springen. Das heißt, wir können uns hier richtig gut austoben und zickzack fliegen. Also wir fliegen dahin, dahin und halt eigentlich egal wohin. Hauptsache, wir nutzen möglichst viel von der Karte aus, bevor die Rebellen kommen. Aber der erste Sprung ist zwangsläufig hier hin. Bitte lass deine Reparaturstation sein. Bitte lass deine Reparaturstation sein. Nein, Föderationsabschaum. Wir haben lange auf das gewartet. Und die haben Drohnen. Aber keine aktiv. Okay. Sie haben einen Laser und ein Beam. Hoffen wir mal, dass es kein Burst Laser Stufe 2 ist, der uns durch unsere Schilde durchkommen könnte. Und wir schießen auf. Okay, auf die Waffen. So, das ist ein Laser, der nur einen Schuss feuern kann. Ja, der kann uns gar nichts. Das heißt, theoretisch könnten wir jetzt einfach hier sitzen und warten. Ich glaube, das mache ich mal. Wir haben zwar schon einmal geschossen, aber es ging alles daneben. Also mit etwas Glück zählt das jetzt für den Erfolg, wenn wir nur mit der Artilleriewaffe
Schaden machen. Na gut, also ich lasse es jetzt einfach mal laufen. Ich werde jetzt aufhören zu kommentieren und das Video nachher ein bisschen zusammenraffen, um die Zeit nicht ganz so lang werden zu lassen. Und dann gucken wir mal, ob es gezählt hat oder nicht. Also, bis gleich. Anscheinend kein Erfolg. Das ist schade. Hätte wohl echt nicht die erste Salve schießen müssen. Oder wir hatten doch einen Hüllenschaden bekommen. Aber nee, ich glaube nicht, dass hier die Schilde durchgekommen sind. Das ist jetzt komisch und ein wenig ärgerlich. Aber na gut. Beim nächsten Schiff, das ähnlich ausgestattet ist, also mit einem schwachen Laser und einem Beam, der dann nicht durch den Schild durchkommt, da machen wir das Ganze einfach nochmal. Aber gut. Jetzt gibt es einen kleinen Cut und danach springen wir weiter. Also bis gleich.